Blocher, du kannst fotografieren. Jawohl, Herr Inspektor. Wie hieß die Schwester? Irene Strauch. Alter? 22, aus Kohlbach. Angehörige? Ein Bruder in der Ostschweiz. Benachrichtigt? Telefonisch. Der Mörder? Bitte, Herr Inspektor, der arme Mensch ist doch schließlich krank. Also gut, erzähl's doch. Ernst Heinrich Janeski, den nenne ich. Sir, ein sehr Minuten. Kriminalinspektor Richard Voss. Erfreut, sehr erfreut. Ich hörte Gepolter, Röcheln und Stöhnen und dann Menschen kommen und gehen. Darf ich fragen, was sich hier abspielte? Schwester Irene Strauch wurde erdrosselt. Die Landesmeisterin des Nationalen Judeverbandes. Die Landesmeisterin. Schrecklich. Von Ernst Heinrich Ernesti. Aber der galt doch. Er muss sich beruhigen. Verständlich. Der Kampf wird ihn wohl angestrengt haben. Der ist ja schmächtig. Womit hat er? Mit der Schnur der Stehlampe. Mit der Schnur der Stehlampe. Auch eine Möglichkeit. Es tut mir leid. Außerordentlich leid. Und auch die Jugendmeisterin tut mir leid. Sie gestatten, wenn ich etwas aufräume? Bitte, der Tatbestand ist aufgenommen. Sir, ein sehr Minuten. Kriminalinspektor Richard Voss. Erfreut, sehr erfreut. Ich hörte Gepolter, Röcheln und Stöhnen und dann Menschen kommen und gehen. Darf ich fragen, was sich hier abspielte? Schwester Irene Strauch wurde erdrosselt. Die Landesmeisterin des Nationalen Judeverbandes. Die Landesmeisterin. Schrecklich. Von Ernst Heinrich Ernesti. Aber der galt doch. Er muss sich beruhigen. Verständlich. Dieser Ernesti. Ich bin ganz durcheinander. Wie kann ein Mensch nur eine Krankenschwester erdrosseln? Dabei haben Sie ja auch eine Krankenschwester erdrosselt. Ich? Schwester Dorothea Moser. Die Ringerin? Am 12. August mit der Vorhangtorte. Johann Wilhelm! Papi! Sie werden mir doch noch hoffentlich Ihre Gattin wiedererkennen. Nina? Es ist der Magnolius. Natürlich ist es Ihre Nina. Johann Wilhelm, mein liebes, liebes Johann Wilhelmlein. Frau Rose, Herr Missionar, es wäre geschafft. Wenn Sie mich noch zu sprechen wünschen, stehe ich Ihnen vor der Tür. Monika, ich bin unbeholfen. Ich habe es verlernt, Gefühle auszudrücken. Die Fachsimpeleien, mit den beiden Kranken, neben denen ich lebe, sind ja kaum Gespräche zu nehmen. Ich bin verstummt. Ich fürchte auch innerlich. Aber Sie sollen wissen, dass für mich alles anders geworden ist, seit ich Sie kenne. Erträglicher. Ich liebe Sie ebenfalls, Monika. Mehr als mein Leben. Und darum sind Sie in Gefahr, weil wir uns lieben. Ich bin wieder aufgewacht. Aber Herr Professor. Ich erinnere Sie mich plötzlich. Aber Herr Professor. Ich erdrossel zu Schwester Irene. Denken Sie nicht mehr daran, Herr Professor. Ob ich noch jemals wieder fähig bin, Geige zu spielen? Sie geigen ja schon wieder. Was habe? Heute Nacht, als die Polizei da war. Deine Manuskripte. Es ist dunkel geworden. Die Nacht kommt jetzt früh. Ich mache nichts, dann kann ich nicht. Warte, komm zu mir. Du hast Tränen in den Augen. Du auch. Vor Glück. Monika! Meine, geliebte Möbius, wie konnten Sie das tun? Sie haben meine beste Krankenschwester ermordet. Mit dem genialsten physikalischen Dokument der letzten 50 Jahre zu tun. Ich begann, über den Verfasser nachzuforschen und kam nicht weiter. Daraufhin informierte ich meinen Geheimdienst und der kam dann weiter. Sie? Waren nicht der einzige Leser der Dissertation, Kim. Ich bin nämlich auch nicht verrückt. Darf ich mich vorstellen? Ich bin ebenfalls Physiker, Mitglied eines Geheimdienstes, aber eines ziemlich anderen.
heißt Josef Eisler. Der Entdecker des Eisler-Effekts. Der. 1997, verschollen. Freiwillig. Darf ich bitten, Eisler, sich mit dem Gesicht gegen die Wand zu stellen? Natürlich. Da wir beide die Familie flüchtig betrachten, umzugehen wissen, wollen wir einen älteren Rückis haben. Finden Sie nicht? Ich lege mein Browning mehr zur Seite. Einverstanden. Zum Whisky im Fall des Campers sehe ich die Pfleger. Schön. Was ist mit dem System aller möglichen Erfindungen, Möbius? Ja, gibt es auch. Ich stelle es aus Neugierde auf, als praktisches Kompendium zu meinen theoretischen Arbeiten. Soll ich den Unschuldigen spielen? Was wir denken, hat seine Hände. Es war meine Pflicht, die Auswirkungen zu studieren, meine Feldtheorie und meine Gravitationslehre haben würden. Das Resultat ist verheerend. Neue, unvorstellbare Energien und eine Technik ermöglicht, die jeder Fantasie spottet, falls meine Untersuchung in die Hände der Menschen fiele. Das wird sich kaum vermeiden lassen. Wir sind drei Physiker. Die Entscheidung, die wir zu fällen haben, ist eine Entscheidung unter Physikern. Wir müssen wissenschaftlich vorgehen. Wir dürfen uns nicht von Meinungen bestimmen lassen, sondern von logischen Schlüssen. Wir müssen versuchen, das Vernünftige zu finden. Wir dürfen uns keinen Denkfehler leisten, weil ein Fehlschluss zur Katastrophe führen müsste. Der Ausgangspunkt ist klar. Wir alle drei haben das gleiche Ziel im Auge. Doch unsere Taktik ist verschieden. Die Verantwortung zwang mir einen anderen Weg auf. Ich ließ meine akademische Karriere fahren, die Industrie fallen und überließ meine Familie ihrem Schicksal. Ich wählte die Narrenkappe. Ich gab vor, der König Salomo erscheine mir. Und schon sperrte man mich in ein Irrenhaus. Das war doch keine Lösung. Die Vernunft forderte. Wer tötet, ist ein Mörder. Und wir haben getötet. Jeder hatte einen bestimmten Auftrag, der ihn in diese Anstalt führte. Jeder von uns tötete seine Krankenschwester für einen bestimmten Zweck. Ihr, um eure geheime Mission nicht zu gefährden. Ich, weil Schwester Monika an mich glaubte. Sie hielt mich für ein verkanntes Genie. Sie begriff nicht, dass es heute die Pflicht eines jeden Genies ist, verkannt zu bleiben. Ich trinke auf Dorothea Moser. Auf Schwester Dorothea. Dorothea, ich musste dich opfern. Ich gab dir den Tod für deine Intelligenz. Nun will ich mich leider für dich erweisen. Ich trinke auf Irene Strauß. Auf Schwester Irene. Irene, ich musste dich opfern. Dich zu loben und deine Hingabe zu preisen, will ich vernünftig handeln. Ich trinke auf Monika Stettler. Auf Schwester Monika. Monika, ich musste dich opfern. Deine Liebe segne die Freundschaft, die wir drei Physiker in deinem Namen geschlossen haben. Sie sind verrückt. Hören Sie, Sie sind verrückt. Der goldene König Salomo hat mir den Befehl gegeben, Möbius abzusetzen und an seiner Stelle zu herrschen. Ich gehorchte. Ich konnte mit ihm tun, was ich wollte. Ich betäubte ihn jahrelang, immer wieder, und kopierte die Aufzeichnungen Salomos, bis ich auch die letzten Seiten besaß. Hören Sie doch. Sie sind übergeschnappt. Begreifen Sie doch. Ich bin behutsam vorgegangen. Ich beutete zunächst nur wenige Erfindungen aus, um das nötige Kapital anzusammeln. Dann gründete ich Riesenwerke, erstand eine Fabrik um die andere und baute einen mächtigen Trust auf. Ich werde das System aller möglichen Erfindungen auswerten.